halt Schatz, schon die ist super schief. Ich weiß, die muss ich noch halten. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Was ist denn? Mittwochmorgen. Ich räume jetzt die Werkstatt auf, die sieht noch chaotisch aus von vor Weihnachten. Da mussten so viele Projekte irgendwie gemacht werden. Und ich habe es nicht geschafft, die Werkstatt aufzuräumen. Jetzt räume ich sie mal auf und das Problem ist, warum die immer so unordentlich wird, dass sie halt noch keine richtige Einrichtung hat. Also ich habe noch nicht wirklich ein System da drin, weil das soll irgendwann mal so ein komplettes Werkstatt-Makeover geben und so. Und ich möchte da halt, wenn dann, eine richtig coole Lösung haben und nicht irgendwie jetzt einfach ein paar Sachen kaufen und das dann da einrichten, was mir aber am Ende gar nicht gefällt. Deshalb ja, muss ich da einfach warten und gucken, dass ich mich auch irgendwie hier trotzdem organisiert bekommen. So sieht es nämlich da drin aus. Dieses Teil habe ich für Goka gebaut. Da muss ich aber noch die Beine kurz ein bisschen abnehmen. Da kommt sein neuer Drucker drauf. Ich würde sagen, das mache ich jetzt direkt, bevor ich dann hier drin saug. Tisch liegt auf. Dann will ich mal, würde ich sagen. Und da die Möbel bei Goka eigentlich alle weiß sind, lackiere ich das Teil jetzt noch weiß. Dafür nehme ich einfach den gleichen Lack, den wir auch für die Türen genommen haben, ja, und pinsel das. Ich hoffe, das geht. Ich habe nämlich vor kurzem auch was lackiert und da war es so kalt, dass irgendwie der Lack überhaupt nicht gescheit getrocknet ist. Deshalb mal sehen, ob es gut funktioniert. Es ist nämlich auch schon wieder, weiß nicht, so 2-3 Grad hat es. Kurzer kleiner Zwischenstand. Ich habe hier so Bretter reingelegt, habe da noch eins hingemacht und habe hier die Maschinen mal an so Schnüre aufgehängt, damit man das einfach aufgeräumt hat, so ein bisschen. Das ist jetzt alles provisorisch, weil irgendwann soll hier eh nochmal entstehen. Aber damit ich jetzt endlich mal gut ein paar Videos drehen kann, möchte ich nachher auch noch die Werkbank da so in die Mitte stellen. Weil dann kann man von vorne besser filmen, weil so muss ich immer von der Seite filmen. Das finde ich einfach nicht so schön. Jetzt gibt es aber erstmal was zum Mittagessen. Ich bin nämlich dann bald in der Bretterwerkstatt verabredet mit meiner Schwester und ihrem Freund. Die helfen uns nämlich vielleicht bald und ja, dann zeige ich denen mal alles und können sie mal gucken, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und da bin ich um 14 Uhr verabredet und jetzt ist es glaube ich schon 2:30 oder so, also wir müssen uns sehr beeilen. Hallo zusammen von meinem Schreibtisch. Ich exportiere gerade den Vlog. Ich hatte das alles schon fertig und war schon kurz davor, ihn hochzuladen und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich vergessen habe, dieses Dauerwerbesendung am Anfang einzublenden. Wir haben das ja mal in der Infobox erklärt, warum wir das machen. Weil wir euch Marken und Dinge zeigen, die wir vielleicht auch teilweise selber gekauft haben oder vielleicht sind es auch irgendwie Sachen, die uns unverbindlich zugeschickt wurden oder so. Also es sind aber immer keine bezahlten Kooperationen. Bezahlte Kooperationen sind mit Werbung gekennzeichnet und Dauerwerbesendung ist einfach am Anfang eingeblendet, damit wir safe sind. Genau, und das hatte ich vergessen und habe aber unsere Brillen vorgestellt. Die haben wir uns zwar selber gekauft, aber trotzdem habe ich darüber gesprochen und ich wollte einfach sicher gehen. Deswegen exportiert das jetzt gerade nochmal, dann muss ich das Thumbnail dafür noch machen. Wir haben vorhin ewig telefoniert und über alle möglichen Projekte gesprochen und das hat einiges an Zeit geraubt. Und dann wollte ich gerne mich noch um meinen Podcast kümmern und zwar schauen, dass ich den jetzt auch bei Apple Podcast hochladen kann. Also das habe ich im letzten Vlog auch schon mal kurz angerissen, dass man das über so einen Host hochladen muss und über den Host dann an die unterschiedlichen Plattformen verteilen sozusagen. Ja, und da muss ich mich noch schlau machen, wie das funktioniert, beziehungsweise ich weiß nicht, ich habe glaube ich da gelesen, dass das bei Apple Podcast irgendwie 7 bis 10 Tage dauern kann. Also bis das zumindest zum ersten Mal freigeschaltet ist, kann sein, dass der, ich habe irgendwas im Auge, dass der da noch in der Warteschleife steckt. Leute, und ich habe vorhin rausgefunden, dass es Westlife noch gibt. Oh mein Gott, und dass die auch noch Musik machen. Oh, Entschuldigung. ich höre hier gerade das neue Album, während mein Computer mal wieder so schnauft, während er das Video exportiert. Und ich habe das Thumbnail jetzt gemacht. Where is it? Da. Das ist es. Übrigens, dieses Reinzeichnen mache ich tatsächlich meistens einfach in Photoshop mit dem Touchpad. So mache ich dann da so kleine Sternchen und Striche und sowas rein. So, Jungs, was ist denn hier los? Komm. Oh Mann, die sehen ja echt fantastisch aus. Oh. Kommen die nochmal wieder? Sind die schon völlig Game Over?
Keine Ahnung. Ich dachte, das wären so Outdoor-Dinger. Okay, komm. Ja, ja, komm. Wie ein Hund. Komm. Und brav, ab wieder rein. Ich habe hier mal eben eine Runde gelüftet. Das ist übrigens immer noch eins der besten DIYs, die Alex gemacht hat. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen. Ich habe mein iPad da. Und dann außerdem ein bisschen recherchieren für mein nächstes Video, was ich nächsten Dienstag hochladen möchte. Es wird um meinen Schreibtisch gehen und ein bisschen Ordnung und Organisation und so weiter. Ich möchte was Cooles ausprobieren. Bin ich mal sehr gespannt. Fertig gebrainstormt. Ich bin auch wieder zurück. jetzt gibt's Essen. Wir haben uns indisches Essen geholt. Wir waren richtig faul. Wir haben nämlich noch Sport gemacht. Ich bin erst recht spät zurückgekommen. Dann habe ich noch kurz die Werkstatt aufgeräumt, weil ich morgen da ein DIY machen möchte. Und ich zeige es euch einfach jetzt in den nächsten Sekunden, also beziehungsweise Minuten vom Vlog, wie es in der Werkstatt aussieht. Wir essen jetzt auf jeden Fall, schauen wieder Serie. Und schaut mal, wir haben eigentlich Naan bestellt. Das ist eigentlich eher wie eine Pizza. Ich weiß nicht, was das ist, ob das wie so Käse, irgend so eine Creme. Also wenn man Naan bestellt, erwartet man echt eigentlich was anderes, oder? Also wenn, ja. Naan ist doch eigentlich echt nur Salz, Wasser, ein Teig halt irgendwie. Ja, das sind, also es ist eigentlich dieses Brotige, schon so ein bisschen in die Richtung, aber nicht so mit Kräutern und Käse drauf. Zumindest habe ich das so noch nie gegessen. Naja, egal, jetzt gibt's das halt. Also ich habe es probiert, schmeckt auch ziemlich gut. Die guten Vetterdams sind auch wieder am Start. Ja, also irgendwie sind die ziemlich ölig, fettig. Guck mal ein bisschen, könnt ihr sehen, wie sie glänzen? Boah. Sie sind, als wenn sie lackiert. Übel. Heute ist wunderschönes Wetter und deshalb nutze ich die Gelegenheit und hole eine Leiter. Und reinige mal die Dachrinne. Unsere Nachbarin hat nämlich schon gemeint, da liegen einige Blätter drin vom Herbst noch und das ist halt mega blöd, weil das kann dann überschwappen. Also vor dieser Regenrinne, vor dem Fallrohr, ist ein Gitter, also das kann nicht verstopfen, aber irgendwann ist halt die Regenrinne voll und es ist kein Platz mehr für Wasser, beziehungsweise es kann nicht mehr ablaufen und dann läuft das ganze Wasser halt an der Fassade runter und das ist natürlich nicht gut, deshalb guck ich mal, ob ich da mit einer Leiter hochsteigen kann. Mutsu ist so süß. Schon wieder nur am Schlafen. Einziges Problem. Du hast keinen Platz, oder? Mein Platz? Sein Platz. Ja, aber du kannst ihn ja einfach so ein Stück rüberschieben. Ja, ja, aber er darf, weißt du? Er darf alles. Cats before anything, so ist die Regel. Oh Gott. Lieber liegt man die ganze Nacht verkrüppelt. Was dürfen dann unsere Kinder mal? Das ist auch, die sind keine Katzen. Ja. So, ich glaube, die sind nämlich hier unten. Da haben wir eine. Ja, yeah, ich glaube, ich brauche die lange hier. So. Oh Gott, mit einer Hand ist es sehr gefährlich. Ah, es geht. Oh jemine, die komplette Regenrinne ist auf jeden Fall voll. Ja, und was ist das? Böller von Silvester, ich werde verrückt. Hallo, auch von mir. So, jetzt habe ich den Auftrag bekommen, mal kurz zu filmen, wie Alex die Regenrinne sauber macht. Ich weiß gar nicht, wo er ist eigentlich. Gerade war er noch hier. Dann laufe ich einfach von hier ums Haus rum. Ich bin nämlich am Videoplan und möchte heute Mittag noch drehen, aber ich glaube, machen wir vielleicht erstmal Mittagspause. Boy? Hallo! Hallo! Ja. Ist da viel drin? Ja, eklig ist es auf jeden Fall auch. Warum hast du keinen Gartenhandschuh an? Oh. Ich bin nicht so der Fan von Handschuhen. Ich bin nicht so der Fan von Handschuhen, wisst ihr doch. Weder beim Heimwerken noch beim Gärtner. Oh Gott, das leitet. Das hebt schon, das hebt schon. Ich sehe die schon die ganze Zeit so rutschen. Oh, halt Schatz, schon die ist super schief. Ich weiß, die muss sich halten. Die hält auch, ich hab mich ja fest. Wo hast du dich fest? An der Regenrinne. Aha. Ah, okay. Ich hab mich fest. Das sind immer einarmige Klimmzüge. Dafür, oder was? Ich mich jetzt mit einem Arm fangen kann. Ich habe mich gefragt, eigentlich müssten wir das gleiche doch noch auf der anderen Seite machen. Und da muss man ja vom Balkon irgendwie hoch. Kann man das nicht aus dem Dachfenster oben machen vielleicht? Mit was Langem? Mit so einem Rechen oder so?
Ich zeige euch jetzt mal noch die Werkstatt. So, machen wir mal Licht an hier drin. Kommt gern. So sieht's hier mittlerweile aus. Ich habe die Wand auch noch grau gestrichen, damit einfach der Hintergrund ein bisschen schöner ist. Das Ding habe ich jetzt, die Werkbank habe ich zur Seite geschoben. Die steht normal noch mittiger, weil dann kann ich direkt von hier filmen. Und ich finde, dann sieht's doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also irgendwann möchte ich das natürlich noch richtig schön machen. Vor allem brauche ich viel mehr Verstaumöglichkeiten. Aber ich finde jetzt so vorerst, ist doch ziemlich gut. Ja, und jetzt gibt's was zu essen. Mittagessen. Anstatt nur schnell Nudeln mit Pesto zu machen, gibt's bei uns Nudeln mit Linsen-Bolognese. Das geht aber eigentlich auch mega schnell. Habe ich mir neulich mal mittags zu essen gemacht. Einfach so ein halbes Glas Linsen. Die wasche ich jetzt und dann werden die kurz angebraten in der Pfanne mit Zwiebel. Und dann kommt einfach nur eine Dose gehackte Tomaten dazu. Und ein bisschen, also nochmal so eine Dose Wasser ungefähr. Und dann wird das alles kochen gelassen. Dann lässt man das kochen, bis die Linsen weich sind. Wir können noch ein bisschen, noch so zwei von den Karotten damit reinschneiden oder so. Und dann gibt es dazu Spaghetti. So sieht das Ganze jetzt nämlich aus. Wie süß ist unser Holzlöffel? So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt wird das einfach mal aufgekocht und dann leicht köcheln gelassen. Und dann irgendwann mache ich auch einen Deckel drauf, damit nicht alle Flüssigkeit rausgeht. Sonst ist es so eine arge Pampe. Das war dann letztes Mal nämlich so. Und dann kommen später noch Gewürze dazu. Und hier machen wir dann jetzt das Wasser gleich. Beziehungsweise es ist schon an, gell? Vielleicht mal einen Deckel drauf. Und dann... Ups, geht das Razzi. Fazzi. Ich habe gerade eure Kommentare unter dem letzten Vlog angeschaut und ganz viele, oder ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall 3 Stück gesehen, die geschrieben haben, warum wir nicht unsere Wäsche ganzjährig auf dem Balkon trocknen. Man kann es nur nicht rausstellen, wenn es natürlich regnet. Das habe ich nämlich auch schon mal früher gelesen und habe mich gewundert, dass es sowas wie Eistrocknen gibt. Also es ist tatsächlich, Wäsche friert und dann irgendwann wird sie trotzdem trocken. Deshalb stelle ich mal den Wäscheständer gleich raus und heute ist so warm, dass wir sogar jetzt draußen essen können. Oh, Sonne, du bist so toll. Und fertig ist das Essen. Oh, geil, freue ich mich da drauf. Mine, das ist eigentlich überhaupt nicht dein Platz. Kollege. Hast du da jetzt reingekackt in den Blumenkübel? Nee, oder? Aber guck mal, wie die Füße jetzt aussehen. Und natürlich war die Erde nass. Ja, selbstverständlich. Ich verstehe gar nicht, wie kannst du das da drin überhaupt gemütlich finden, in der nassen Erde? Der sitzt gerne da drin und der sitzt auch gerne im Holzkorb. Überall da, wo sich ganz viel Scheiß in deinem Fell verhängt, gell? In meinem nächsten Video wird es übrigens über Schreibtisch, um Schreibtischorganisation gehen. Und ich habe eine echt coole Idee, weil ich auf einen coolen Ansatz gestoßen bin. Und das möchte ich sehr gerne mal ausprobieren. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Das ist mal so ein bisschen was anderes. Und ich habe dazu schon Videos gefunden, aber keine deutschen. Oder ich habe vielleicht auch nicht so ganz intensiv geguckt. Aber auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool. Ja. Genau. Und ein kleines DIY, was ich jetzt machen werde, ist diese Körbe hier umlackieren. Die werde ich jetzt spritzen. Und zwar weiß. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Die habe ich, ich glaube, die habe ich sogar noch von zu Hause aus meinem Kinderzimmer mitgenommen. Oder ich habe sie mir für die WG gekauft. Aber dass die pink sind, das taugt mir nicht. Und deswegen werde ich die jetzt mal umlackieren. Und ich kann hier gerade eh nicht wirklich weiterdrehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gefilmt, während die Sonne noch nicht da war. Aber jetzt knallt die Sonne da einfach so drauf und das sieht dann so doof aus. Das sieht man schon hier jetzt durch die Kamera, dass es hier so mega hell ist und da ist es eher dunkel. Und das gibt da nicht so ein schönes Bild. Deswegen, das mache ich dann morgen weiter. Feierabend für heute. Es ist jetzt 18 Uhr und ich bin jetzt gerade eben raufgegangen. Ich habe unten noch ewig lang am iPad was gezeichnet für einen neuen Post. So, stehe ich euch gerade mal rein. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen Sport machen. Zurzeit bin ich wieder richtig motiviert, beziehungsweise ich habe richtig Lust, Sport zu machen. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, Ende letzten Jahres,
dass ich meine Einstellung zu Sport ändern möchte. Also in Neuseeland war das irgendwie so, erst dachte ich halt, erst musste ich mich motivieren, dass ich so dachte, ich muss jetzt mal Sport machen. Und dann war es aber so, dass ich Sport machen wollte, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir so gut tut. Und dann habe ich mir dann nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht, sondern es war einfach Teil meiner Routine. Und das ist mir jetzt letztes Jahr so ein bisschen abhanden gekommen. Und dann dachte ich mir, wie schaffe ich es, motiviert zu bleiben, Sport zu machen? Und ich glaube, das hat ganz viel auch einfach mit der inneren Einstellung zu tun. Und deswegen habe ich meine Einstellung jetzt einfach dahingehend so ein bisschen versucht zu ändern, dass ich mir sage, ich möchte nicht Sport machen, weil ich ein bestimmtes Ziel verfolge. Zum Beispiel, keine Zellulite am Hintern zu haben oder stärkere Arme zu haben. Das ist so ganz nett, wenn es dann auch eintritt. Aber in erster Linie möchte ich Sport nicht wegen dem Ergebnis machen, sondern ich möchte Sport machen wegen dem Gefühl, was ich währenddessen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass ich es total geil finde, wenn ich nicht mehr kann und da so rumjapse, sondern dass ich einfach versuche, das so richtig zu genießen, Sport zu machen und das so als eine Zeit zu sehen, die ich mir ganz bewusst für mich nehme. Ja, also wenn ich das irgendwo, was ich jetzt gerade erzählt habe, gehört hätte, dann hätte mich das wahrscheinlich nicht sonderlich beeindruckt. Das ist, glaube ich, so eine Haltung, die muss man einfach für sich fühlen und verinnerlichen. Und da können einem andere Leute noch so weise Sprüche hinhauen. Wenn man keinen Bock drauf hat, dann hat man keinen Bock drauf. Fertig. Aber ich weiß nicht. Ich habe das einfach so gedacht, Mann, warum siehst du nicht den ganzen Sportprozess einfach mal anders? Und das war für mich so, ja klar. Ja, natürlich, ich nehme es einfach mal. Ich speichere es einfach anders ab. Nicht so, ich muss Sport machen, sondern ich will Sport machen, weil das einfach, ja, eine Zeit ist für mich sozusagen. Genau. Ich habe das gleiche Workout wie Marie gemacht. Meine Beine sind Pudding. Also Marie hat in den Armen mehr Probleme und ich in den Beinen. Da ergänzen wir uns ganz gut, würde ich sagen. Das ist auch das Einzige, wo wir uns gut ergänzen. Hallo? Ich weiß, ich wollte einen dummen Witz machen. Das Einzige, da ergänzen wir uns auch sehr gut. Ja, okay, der war richtig schlecht. Wir kochen jetzt auf jeden Fall, bevor ich weiter dummes Zeug rede. Ist das das Einzige, was der Rest von dem, was wir noch haben, oder haben wir noch mehr? Du hast es aus dem Kühlschrank geholt, ich glaube, das ist das Einzige. Ah, schade. Okay, ich schneide mal. Es gibt nämlich Bowl. Also wenn das mal nicht grandios aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Mega. Die Paprika und der Salat sind roh. Paprika zwecks Vitamin C. Und hier kommt noch ein bisschen Erdnusssößle drüber. Also warum meine Zahnbürste so gelb ist, verstehe ich nicht, gell? Marie meint, das hat irgendwas mit dem Strom zu tun. Ich glaube schon. Deine auch, gell? Ja, das aber ist, das ist erst hier. Als ob das passiert. Kunststoff so ein bisschen gelb wird. Das ist ganz komisch. Dass jemand es überhaupt erkennen kann im Video. Aber so erkennt man es auf jeden Fall deutlich. Und das ist nicht, weil ich sie zu wenig putze eigentlich. Nee, das ist echt der Kunststoff, aber... Es hat auch erst jetzt hier im Haus angefangen. Vorher war es nicht. Ui. Kleine Schwäche anfangen. So. Jetzt verabschieden wir uns. Ich würde sagen. Hoffe, der Blog hat euch gefallen. Schönen Tag und Abend nach. What he said. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.